Februar 1945. Noch während die Nordwind-Offensive läuft, unternimmt die 6. US-Armee im südlichen Elsass den letzten Anlauf, den Colmar Pocket, den deutschen Brückenkopf zwischen Colmar und Breisach, feindfrei zu bekommen. Inzwischen halten sich die Deutschen nur noch an der alten Festungsstadt Neuf-Brisach fest, das aber mit aller Macht. Hier haben sich Verbände der 708. Volksgrenadierdivision und Jagdpanzer der Panzerbrigade 106 verschanzt und sind entschlossen, den Rückzug letzter Verbände über den Rhein ins Deutsche Reich zu decken. Sie werden wohl die Stadt zunächst mit Artillerie und Calliope-Raketenwerfern sturmreif schießen müssen. Tasten Sie sich dann vorsichtig an die äußere Bunkerlinie heran. Im Stadtkern werden Sie um einen Kampf um jede Haustür wohl kaum herumkommen. Endziel ist die Einnahme der Stadt und die Gewinnung der Brücken. Okay, neuer Auftrag. Und zwar müssen wir wieder die Stadt einnehmen. Heftiger deutscher Widerstand. Und wir müssen 8 Flocken einnehmen. 8 Flocken, genau. Da haben wir eine. Und da haben wir Bunker. Ja, die werden wahrscheinlich besetzt, oder? Die werden wahrscheinlich nicht ohne sein. Haben wir weitere Bunker. Da genauso. Und das sind die Brücken, wo er gesagt hat. Die werden da rundherum sein, gell? Da ist was. Okay, kenne mir ein bisschen aus. Und da genauso. Okay, was haben wir? Was haben wir denn da? Sherman Haubitzen. 4 Stück. Und soweit ich mich erinnert, kriegen wir jedes Mal Versteckung, wenn wir also Flagge einnehmen. Also wenn wir jetzt die einnehmen da, die da zum Beispiel, kriegen wir ein bisschen Versteckung. Soweit müssen wir allerdings erstmal kommen. Haben sie die Eingraben, gell? Vor allem ist es gut, wenn sie die da eingraben? Ich weiß nicht. Was haben wir noch? Bazooka-Kämpfer. Flammenwerfer. Ja, Flammenwerfer bringen relativ wenig. Da haben wir noch Panzer. What now, sir? Die Panzer, fahren wir einmal. Wo fahren wir denn die? Domi. Okay, starten wir mal. Das wird hart, gell? Das wird eine harte Mission. Now, Wolverine. Sir? Kann einmal Domi fahren. Was jetzt? Ja, und jetzt? Schau dir den Blödmann an, jetzt hat er sich festgefahren. Ist denn das normal? Schau ich. Understood, sir. Du Trottel, schau ich. Steig aus. Your orders, Commander. Den Panzer können wir schon mal vergessen, oder? Der hat sich festgefahren. Reparatureinheit, gut. Auf die 2. Und meinen Panzer. Setzen wir auf die 1. Und mit der Calliope sollen wir stummreif schießen. Die haben wir gar keine. Calliope ist ja ein Raketenwerfer. Den haben wir gar nicht. Den haben wir gar nicht. Wir bräuchten einen Luftangriff. Was tue ich jetzt? Wo greife ich an? Einfach eine von ist auch nicht gut. Das ist die beschissenste Idee, die man haben kann. Pass auf, meine... Mit den Haubitzen. Was haben die für einen Schaden? 60. Ich werde mit denen bombardieren müssen. Aber ich befürchte, die haben auch irgendwas, oder? Fernkampfwaffen, höchstwahrscheinlich. Weil ganz blöd warten die auch nicht. Bestimmt von hinten, oder? Kann ich mir gut vorstellen.
Zieht Geschütze, seht das, da ist der Opel Blitz. Wahrscheinlich stehen irgendwelche Geschütze hinten drin. Höchstwahrscheinlich, eh? Wahrscheinlich rundherum. Das heißt, mein Reparaturfahrzeug fährt schon wieder hinten. Weil wenn die schießen, kriegen wir bestimmt auch nicht zurück. Move it out. Stell dir dann mal mitnehmen, wenn möglich. Lass die bloß nicht abknallen. Okay, ich wähle mal meine Hauptbitzen aus und werde mal irgendwas bombardieren. Aber was? Wie weit können die eigentlich schießen? Bis da mal. Das heißt, ich kann da drüben schon mal nicht bombardieren. Aber ich kann später, kann das verschirmen, gell? Ich weiß gar nicht, sind da Minen? Ready, Sir! Your orders, Commander. Wir haben aber auch keinen Pionier. Warum nicht? Offizier, ich schicke den mal. Den schicke ich mal, der Führer. Der soll mal schauen, was los ist. Oh, oh, oh. Wer schießt? Also in den Bunker sind sie drin. Hätte mich gewundert, wenn es nicht so weit. Wo brich ich durch? Vielleicht Omat. Wenn die da. Da Affe vor. Und die Dinger zerstören. Kann ich schon mit das eine machen, krieg Versteckung. Das war schon mal eine Idee. Da brauche ich meinen Panzer. Die schicke ich mir da einfach. Das war schon mal eine gute Idee. Da müssen wir taktisch vorrücken. Sonst können wir da nicht heil raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Deutschen rausstimmen, oder? Die werden wahrscheinlich nicht angreifen. Darum haben sie es ja verbarrikadiert, dass keiner reinkommt. Die dann bloß verteidigen. Und ich werde wieder oft speichern müssen. So, da rum steht keiner, oder? Nicht, dass da noch ein Wort auf uns. Schaut nichts aus. Okay. Da ein paar Bunker, die sind höchstwahrscheinlich besetzt. Da wird wahrscheinlich in die Straße auch drin stehen, alles. Da wird alles voll sein. Überall wird einmal einer stehen. Und wird uns einheizen, wenn wir da ums Eck kommen. Okay, dann mal sagen, Feuer frei. Beschuss. Gut, Feuer einstellen. Feuer einstellen. Jetzt muss ich mal schauen, was los ist. Wobei, da ist noch zwei. Nebelwerfer, Scheißdreck, hab ich doch gesagt, dass die da Einheiten haben. What now, Sir? Bloß nicht auf den Raketenwerfer schießen. Also auf ein Ding. Auf mein Reparaturfahrzeug. Also da hinten haben sie Nebelwerfer. Bloß einer. Wahrscheinlich nicht, oder? Das kann man nicht verzeihen. Rifleman at your service, Sir. Jetzt mag ich fast noch den anderen Bunker noch beschissen. Hört das, der schießt schon wieder. Wenn wir schießen, weiß er, wo wir sind. Das Blöde ist, unsere Reichweiten gelangen mit bis dumme. Schau hier, drei Stück. Scheiße, warum denn er gerade auf Ding? Er gerade auf mein Ding. Geh Deckung, du Depp. Er steht mittendrin hat. Scheiße. Das heißt, nein, Lona. Weil wenn das Ding kaputt ist, sind wir im Arsch.
Dann können wir nichts mehr reparieren. Warum steht der eigentlich mittendrin hat? Weil ich ihn nicht hingestellt habe, gell? Warum fährt er aber nicht in Deckung? Den habt ihr nicht eingestellt, gell? Ich fahr jetzt erstmal mit die Panzerfähre, ich schau mal nach. So schlimm kann es gar nicht werden. Glaube ich zumindest. Vielleicht kann ich einen Bunker zerstören. Ach, der ist schon sauber, gell? Nichts mehr drin. Wer? Der da. Okay, gesäubert. Entdeckung, die schießen nämlich. Aber auf die Entfernung treffen die ganz so gut, gell? Das war ein Vorteil für uns. Ja, ja, ist ja gut. Ist gut. Nebelwerfer. Sind die so gut? Schaut euch die Dinge an. Die schießen mit dem drum. Über die ganze Karte nochmal. Soldier ready. Und Panzer sind ziemlich heil davor gekommen. So, er tut fleißig reparieren, oder? Jawohl. Damit die alle ganz bleiben. Ready, Sir. Dann tue ich jetzt, pass auf. Darf ich sagen? Den haben wir ausgeschaltet, der ist weg. Da ist auch noch einer. Da können wir ja normal durchfahren, oder? Höchstwahrscheinlich. Jetzt mache ich da hinten Beschuss. Your units are under attack. Ah ja, ich weiß schon. Waffe zerstört. Oh, das war ein Volltreffer. Du musst den mal reparieren, Kumpel. Leg dir wovon. Sonst kann der nicht weiter feuern. So, haben sie sich beruhigt, oder? Jawohl. Ich brauche fast ein bisschen Infanterie, Domat. Soldier ready. Zum Spionieren. Ich schicke mal die vier Typen auf. Und vor mir mit dem Panzer wieder vier. Das muss ich Stück für Stück machen, sonst komme ich nicht weiter. Jetzt bin ich gespannt, was da drin steht. Das wird wahrscheinlich auch nicht unbewacht sein. Was? Da noch drin, natürlich. Jetzt aber. Move into position, Commander. Wer schießt? Das hat uns aber erwischt. Jetzt aber hat uns erwischt. Vier Stück haben die. Oi, da schaut er die so. Change in position. Jetzt muss ich erstmal wieder reparieren. Da haben wir Minen. Ja, wenn wir da irgendwo rein könnten. Wir könnten ja da, pass auf. Da rundum fahren. War da eine Möglichkeit. Was ist denn das für einer? Klingt wie Engländer.